Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Ja, heute reagiere ich mal, das ist jetzt auf Dougie B's Channel, habe ich gesehen. Also ich tippe ja immer, wie gesagt, oben in der Suchleiste ein, bei YouTube, irgendwas mit Tattoo. Und dann picke ich mir was Schönes raus, worauf man reagieren kann. Ich habe das Video persönlich noch nicht gesehen, falls ihr jetzt irgendwie denkt, das wäre hier nicht real. Nein, ich kenne es nicht. Und ja, dieses Video befindet sich auf Dougie B's Kanal. Aber ich glaube, das hat eher wenig mit ihr zu tun, denn es geht darum, was Katja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Katja Krasavich für ein Tattoo bekommt. Und ich würde sagen, ja, checken wir das Ganze doch mal ab. Ein Reaction-Video. So, Leute, wir schauen uns jetzt nun das Video an. Ich darf entscheiden, was für ein Tattoo Katja Krasavich bekommt. Mit der Dougie B war sie, glaube ich, unterwegs. Und ja, schauen wir mal rein. And we are back again! Wir sind vom Tattoo-Studio. Oh mein Gott. Ich habe zum Glück gewonnen, denn du musst Ich bin gefickt, ich bin offiziell gefickt, aber mal gucken. Ja, mal gucken. Ach so, anscheinend war das Ganze hier vorab irgendwie eine Wette oder sowas. Sie hat gewonnen und darf sich jetzt wohl was aussuchen. Okay, gut, alles klar. Ja, das weiß ich jetzt leider nicht im Vorfeld, was da passiert ist, aber egal, gucken wir mal weiter. Wie bist du eigentlich? Ich sich so aussuchen, was ich mir mache. Leute, let's go. Ah, jetzt wird also gezeigt, warum... Okay, ich verstehe. Ihr seht das ja gerade selber, brauchen wir ja nicht erklären. Eins. Okay, das heißt, ich habe gewonnen. Das heißt, mit dir gehen wir jetzt zum Tätowierer und ich darf mir den Tattoo suchen. Oh mein Gott. Ich werde nichts Schlimmes machen, vielleicht. Ein Tribal oder so. Ein Tribal, Alter. Ey, das wäre so krass. Boah, das wäre so hässlich. Tribal wäre ein richtiger Albtraum. Habe ich ja schon mal dazu gesagt, zu dem Thema Tribal gehört in die 80er und sollte auch in den 80ern bleiben. Denn Tribal sind, gottverdammt nochmal, ausgelutscht und wird sie auch 100% nicht bekommen. Weil, als wenn sie sich jetzt sowas aussuchen dürfte. Es wird wahrscheinlich ein angenehmes Tattoo werden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt ein Penis auf dem Arm kommt. So, dann gucken wir mal. Okay. Also du kannst ja meinen Namen, aber das finde ich halt schon zu krass. Okay. So ein Name ist schon zu krass. Vielleicht so eine kleine Biene oder so? Ambiente im Wartebereich von dem Tattoo-Studio. Richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. Ich sehe gerade, das ist in Berlin. Most Wanted Tattoo. In Berlin. Alles klar. Glaube ich jedenfalls. Ich finde sowas ja besonders schön. Sieht man das? Oh mein Gott. Das wäre schon sehr geil. Also ich würde vielleicht wirklich so was Kleines, voll gütig. So was in der Art. Also ich finde auf jeden Fall Bienen sehr hässlich. Ist okay. Aber Bienen sind sehr süß. Ich habe auch vorhin gesagt, sie ist so eine Biene, Alter, ciao, und jetzt sucht sie eine Biene aus. Obwohl sie eigentlich in echt gar nicht mal so scheiße aussehen. Die sind wuschelig und süß und so, aber nicht tätowiert. Okay, also was mache ich? Die hässliche Biene. Okay. Ja? Mhm. Du willst es machen? Das darfst du entscheiden. Ich glaube, ich habe hier so Rosen, ich mache das dann hier. Okay. Dazwischen. Boah, dann hast du mich immer auf der Haut. Ne? Ja, die Mann. Hässliche kleine Biene. Das Das hat jetzt zwar nichts mit dem Tattoo an sich zu tun, aber ich muss sagen, dass die Linke, also Dougie B, einen richtig heftigen Pullover anhat. Der sieht überkrass aus. Also von dem Style her, ne? Von dem Design. Richtig krasser Pullover. Ich glaube, sowas muss ich auch entwerfen. Hier ich noch. Wie heißt du? Michelle. Das ist der Michelle, er macht jetzt mein Tattoo. Er macht erstmal Desinfektion drauf, weil ich bin dreckig. So, ich habe keine Angst wegen Schmerzen oder so, ich find's einfach nur crank, dass ich mir eine Biene... Also, wer auch immer diese Rosen da tätowiert hat auf ihren Arm, wird wahrscheinlich jetzt nicht er gewesen sein, sondern irgendjemand anderes. Aber die Rosen, die haben einen viel zu niedrigen Kontrast. Also ich finde es viel zu hell auf der Haut. Viel zu hell. Das hätte viel dunkler sein können. Ja, gucken wir weiter. Das ist richtig kacke und das ist richtig gut. Siehst du das? Den Unterschied? Das ist falsch, Mann. Ja, weil ich dumm war. Ich war 16. Mal. Ich war 16. Geil, sie hat den Fehler gemacht, hat sie gerade gesagt, sie war 16. Wir haben auch viele Kunden. Gut, dass das jetzt mal gezeigt von jemandem, den man auch kennt. Ja, weil wenn man das immer nur so als Tattoo-Artist sagt, wird man ja irgendwie komischerweise nicht ernst genommen. Wobei das sich schon krass geändert hat. Also viele hören ja jetzt mittlerweile schon auf den Tätowierer, wegen der Erfahrung einfach alleine. Viele Leute lassen sich ein Tattoo am Handgelenk. Warum auch immer, ja? Ich meine,
das kann ja im Endeffekt auch in der Armbeuge sein oder auf dem Oberarm, könnte ja auch Falschrum drauf sein. Aber alle sind der Meinung, sie müssten sich am Handgelenk ein Tattoo Falschrum auftätowieren lassen, damit sie es sehen können. Aber wenn die Arme ja quasi in der, ne, ich laufe jetzt mal, Position sind, ja, dann gucken auch alle anderen sich das Tattoo an und denken sich so, hä, wieso ist denn das über Kopf? Ich kann euch sagen, dass viele da draußen, die sich über Kopf ein Tattoo stechen lassen am Handgelenk, warum auch immer das nur am Handgelenk dann ist, es ist aber irgendwie da so, sollte man nicht tun. Dir wird es im Laufe der Zeit wahnsinnig auf den Sack gehen, ja, richtig auf die Nerven gehen, weil viele Leute dich fragen werden, wieso es eigentlich falsch rum drauf platziert wurde und tätowiert wurde. Ja, das geht dir einfach im Unterbewusstsein irgendwann so auf den Sack, dass du dir sagst, Alter, es muss weg. Also wirst du es entweder weglasern oder covern. Das ist einfach Fakt, glaubt mir das. Viele Leute da draußen lassen sich von anderen Menschen beeinflussen. Das heißt, kommt der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte innerhalb von einem Jahr an und sagt, wieso ist das Tattoo denn eigentlich falsch rum auf deinem Handgelenk? Glaubt mir, geht es dir im Unterbewusstsein auf den Sack und du sagst dir irgendwann, ich will es weg haben. Das ist Psychologie, das ist ganz normal. Das ist wie zum Beispiel bei dir eine Verkaufsstrategie angewendet wird, wenn du ein neues Handy haben willst. Ja, das ist Fakt. So ist es auch, wenn andere Menschen zu dir kommen und irgendwann sagen so, ey, dein Tattoo ist falsch rum. Dir sagt einfach, dein Kopf spinnt dann selber was zusammen und sagt dir so, ist das denn wirklich richtig? Weil so viele Leute ja sagen, das ist falsch rum. Versteht ihr, was ich meine? Macht es niemals, der größte Fehler. Das ist total hässlich. Wieso falsch rum? Das hat nichts mit dir zu tun. Ja, ja, weiß eigentlich. Der Tätowierer, das hätte ich niemals so gemacht. Ja. Ich hätte gesagt, geh nach Hause. Wenn ja. Das andere geh nach Hause. Das ist gut, besser so. Bombe reagiert, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, war gerade ein bisschen leise. Vielleicht habt ihr es auch nicht richtig gehört, das wäre natürlich jetzt schade. Aber so hätte ich auch reagiert. Ich hätte dich nach Hause geschickt, wenn du sagst, du willst das falsch rum haben. Jetzt ruft hier ein Kunde an. Verdammt! Verdammt, ich kann nicht reingehen! Ja. Ich hoffe, der Mensch ruft jetzt nicht nochmal an. So, weiter geht's. Hübsche Dame und so ein Scheiß-Tattoo. Was ich feiere, ist halt das. Ich mag so Henna. Ja. Ist cool. Okay, es geht los, Leute. Ah, sie kriegt wirklich eine Biene. Süß. Ja, schon süß. Ich finde das voll cute. Die ein bisschen ja. Weiter hier einsetzt, weil... Ja. Ach so, sie kriegt also eine Biene wegen Dagi B. Ah, weil sie das gewonnen hat. Ich verstehe. Und dann, ist natürlich eine, geil. Ich finde Bienen auch killer. Also, ich hasse eigentlich Bienen, aber ich meine, als Tattoo sind die cool. Ich denke, dass du hier noch weitermachen musst mit Bildern. Dann sollte es schon in der Mitte so sitzen. Okay. Ja, Katja, let's go. Ja. Wann hast du dich das letzte Mal tätowieren lassen? Letztes Mal tätowiert, glaube ich, das. Aus einem Freundschaftstattoo. Ja. Das war mit dem von einem. Nein. Scheiße. Aber ist nicht schlimm. Ist doch nur ein. Leider gerade abgehackt. Das Telefon. Ich muss das Telefon kurz mal wegmachen. Das geht gar nicht. Absolut nicht. Ich werde es dann auch hier kurz schneiden. So, bin wieder da. Diensttelefon entsorgt. Warum ich nicht rangegangen bin? Ganz einfache Sache. Es ist nach der Arbeitszeit. Ich befinde mich nur noch hier im Studio, weil ich gerne ein Video aufnehmen will. Kurze Frage, das wird auch mit ihm nichts zu tun haben, also mit dem Tattoo-Artisten. Aber warum, also wieso ist diese Frau da, wenn es um den Ellbogen geht, also es war ja fast der Ellbogen, wo sie das Tattoo bekommt, ich glaube ein bisschen da drüber oder drunter war das, wieso ist die halb nackt? Was ist da los? Muster. Ja, aber es sieht echt mega gut aus. Ja, ich freunde mich langsam mit der Biene an. Ich nenne die Biene Dagi. Oh. Ich hab deinen Lippenstift drauf. Sieht okay. Ist krass, ist mega. Der hält auch richtig lang. Unnormal. Ich könnte mal einpennen. Kommt auf die Stelle. Ich liebe dieses Geräusch, es ist so entspannt. Ja, ist entspannt. Aua, das tut richtig weh. Ich glaube, er arbeitet. Warte, wir gucken mal weiter. Nee. Achso, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr irgendwelche Insekten als Tattoos? Weil ja, was? Und warum? Warum kannst du nicht Butterfly heißen? Ich glaube, er arbeitet mit einem Cheyenne-Pen. Cheyenne ist ja in Sachen Tattoo-Business, würde ich schon behaupten, ich glaube, weltweit die größte Marke, was Maschinen angeht und Materialien. Boah, Zungenbrecher! Glaube ich.
Gehe ich fest von aus eigentlich. Also meine persönliche Meinung, so würde ich das jetzt behaupten, dass Cheyenne die größte Marke ist. Damit tätowiert fast jeder. Ich auch. Ich finde aber, die Maschinen sind wahnsinnig anfällig. Also der Cheyenne Pen, der quasi wie ein Stift aussieht, ich finde nicht der neue, nicht der Nova, sondern der Cheyenne Pen, der Vorgänger davon, ich finde, der ist irgendwie ganz schön anfällig. Also sprich, fällt dir die einmal runter beim Arbeiten, kannst du safe eigentlich schon davon ausgehen, dass er kaputt ist. Dass du ihn einschicken musst und dann wird er repariert. Oder halt irgendwie hinten die Kappe ist, die ist ja geklebt, da wo der Motor drin ist, und die ist meistens dann lose. Ist gerade bei mir wieder der Fall. Ja? Naja. Aber sonst, ich glaube auch, das ist eine Cheyenne-Nadel. Das sind, glaube ich, die teuersten von allen Nadeln auf dem Planeten, also im Tattoo-Shop. Glaube ich. Finde ich, sind aber die besten. Oh. Sorry, 7 Jahre zu spät. Ja, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Boah, das ist so dumm. Ich habe damals so einen Schauspieler voll gefeiert, der hieß Buckley mit Nachnamen. Ja. Und ich hieß bei Facebook immer Dagi Buckley. Ah, okay. Und dann wollte ich einen Instagram-Namen haben. Ja. Mit Dagi B, aber so als Abkürzung nur. Ja. Aber Dagi hat sich scheiße angehört mit einem B. Und dann habe ich zwei E dran gehangen und was Dagi B. Und ich dann später so, der Biene. Ah, wie krass, ey. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Ich bin eine Biene. Auch eine deiner anstrengendsten Arbeiten. Das größte, krasseste Bild ever. Hm. Aber eigentlich voll süß. So die Biene fliegt so auf die Rosen zu. Ne? Ja? Dann. Sind das beides Berlinerinnen? Also wohnen die hier in Berlin? Oder sind die nur durch Zufall hier? Ich bin der Meinung, dass Dagibi nicht aus Berlin kommt. Merkwürdig. Würde ich mal gerne wissen. Wenn es einer von euch da draußen weiß, schreibt es natürlich in die Kommentare. Schön, sehr gut. So, das ist jetzt fertig, das Tattoo, was sagst du? Voll süß. Ich muss mich jetzt damit anfreunden. Ich habe jetzt jeden Tag, die Biene heißt jetzt Dagi, ja. Ich habe jetzt jeden Tag auf dem Arm und ich finde es irgendwie eklig. Das ist schon süß. Aber irgendwie auch süß. Leute, sie hat ja gerade mit ihren Fingern fast in das Tattoo, in das frisch gestochene Tattoo gegriffen. Sowas solltet ihr auf jeden Fall sein lassen. Also sie hat jetzt nicht reingegriffen, aber ich meine jetzt nur, weil ich habe es gerade gesehen und ich agiere natürlich dann bei sowas. Wir wollen ja dann natürlich daraus auch was lernen. Für Leute, die das hier gucken, die wollen es ja dann noch besser machen. Ist fast aufs Tattoo gekommen, wenn du jetzt an deiner Hand, und wir Menschen haben alle Bakterien und Keime, das ist einfach Fakt, weil wir Gegenstände anfassen, weil durch die Luft irgendwas fliegt. Es ist einfach so. Und kommst du da zu nah ran, beziehungsweise auch daneben, ich meine, Bakterien sind ja, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, lebendige Insekten, aber sind es ja gar nicht, weil ich gerade Insekten gesehen habe. Auf jeden Fall sind das halt Viren, ne, die können sich auch verbreiten, das wollte ich damit sagen, und das kann auch ins Tattoo gelangen, und eine Entzündung, kann ich euch sagen, ist nicht lustig. Wie können Entzündungen entstehen, würde ich sagen, mache ich mal ein ausführliches Video mal drüber. Das wollte ich schon die ganze Zeit tun, fällt mir gerade auf, und wie man sich da am besten schützen kann, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Ja, das mache ich demnächst. Auf jeden Fall fasst keine Frische, weil es ist ja wie eine Wunde, fasst die einfach nicht an. Nur, dass da Farbe drin ist. Ein Insta-Foto so. Jetzt hast du mich immer auf deiner Haut. Boah, das ist krass, ey. Dankeschön. Kann man theoretisch 3 Tage drauf lassen, aber solange du es nicht drauf lassen kannst. Ja. Bis ich so ein bisschen irgendwo abblättert, machst du. Ah, er sagt 3 Tage lang drauflassen. Er arbeitet hier mit einer Heilfolie. Ich weiß nicht, ob es Supersorb ist oder ob es Dermalize ist oder von Tattoo-Mate an sich die Heilfolie. Kann ich nicht genau sagen, aber er sagt 3 Tage lang drauflassen. Da hinten steht auf jeden Fall Spritzer oder Tattoo-Finish, eins von beiden. Stencil-Stuff? Stencil-Stuff? Hieß es Stencil-Stuff? Oh, ich benutze es nicht mehr, deswegen auf jeden Fall Klebemittel ist es in dem Sinne für die Blaupause. Nee, ich glaube, das da hinten ist Tattoo-Finish oder so eine Art Seifenwasser, um das Tattoo zu reinigen. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sagt er, kommen wir nochmal zur Folie, 3 Tage lang drauf. Ich mache es 4 bis 6 Tage, meistens aber 6, sage ich, drauf lassen. Je nachdem, wie derjenige suppt, aber das passiert bei mir nicht mehr, dass die Leute suppen, weil ich halt ein Mittel benutze, wo das dann hilft, dass es halt nicht mehr blutet, ne? Also sprich, die Folie kann ganz gechillt, sage ich jetzt mal dazu, auf der Haut bleiben. So, dass sie halt nicht runter sich löst. Es sei denn natürlich, du machst jetzt Sport 1-2 Tage später, was ich sowieso jetzt nicht empfehlen könnte oder sollte. Mach da auf keinen Fall Sport, weil, ja,
schwitzt, dann rutscht die Folie hin und her und könnte dementsprechend natürlich auch abgehen. Dankeschön. Wir sind wieder zurück und ja, Katja mit ihrem Prachtstück. Zeig mal. Es ist wirklich echt. Es ist verdammt nochmal echt. Das ist krass. Gott. Also du hast echt Eier. Ja. Das ist wirklich krass. Aber damit wollen wir auch sagen, das war's dann jetzt mit unserem Video. Ja, das war's mit diesem Video. Biene an sich, was kann man da jetzt urteilen, wie es gestochen ist, kann man nicht so wirklich, aber es sah jetzt gut aus. Wenn es natürlich nach mir gegangen wäre, aber das war jetzt ein kleines Tattoo, die haben ja da so eine kleine Wette am Laufen gehabt, aber ich hätte natürlich wieder das gerne so gehabt, wenn ich es jetzt gestochen hätte, natürlich die Biene etwas größer zu machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt lebensecht oder so sein sollte, ich weiß nicht, obwohl da ist ja jetzt auch ein bisschen größer drauf auf der Haut. Auf jeden Fall, ich hätte es natürlich noch ein bisschen schöner gehabt, noch mit drumherum Blättern, oder sie landet gerade auf einer Blüte. Ich finde es halt, das Ausschmücken finde ich halt immer viel schöner, ja, bei Dingen. Auf jeden Fall, ja. Das war's mit diesem Video. Bleibt dran. Bis denne. Antenne.